Sie sind tot. Eden, nicht bitte. Hörg, was tust du hier? Du hast mir nicht gesagt, dass du hier kommen würdest. Und was tust du hier? Ich wollte den Erpresser stellen. Tja, aber das wollte ich doch auch. Ich hätte dich erschießen können. Wie kommst du denn zu dieser Waffe? Jetzt gib sie schon her, bevor sie losgeht. Los, gib sie her. Gut. Warum bist du hierher gekommen? Wieso hast du mir nicht gesagt, was du vorhast? Ich hatte Angst davor, du würdest versuchen, mich aufzuhalten. Das hätte ich allerdings, Eden. Ist dir eigentlich klar, in welche Gefahr du dich gebracht hast? Ich hatte doch die Pistole. Wer hätte aber auch eine haben können? Wie konntest du dich nur so in Gefahr bringen? Ich hielt es einfach nicht mehr aus, versteh doch. Ich musste irgendetwas tun. Komm, lass uns gehen. Nein, ich will hier warten. Ich warte auf ihn. Augenblick mal. Wieso willst du warten? Es ist weg. Ich habe nachgesehen. Das Geld ist weg. Was? Der Kerl ist uns zuvor gekommen. Es ist weg? Es hat wirklich keinen Sinn, Eden. Komm jetzt, lass uns bitte gehen. Ich bin sicher, dass wir wieder von ihm hören werden. Wenn wir ein bisschen früher gekommen wären, hätten wir ihn ganz bestimmt geschnappt. Und verschwende keine Gedanken daran. Versuch an was anderes zu denken. Meinst du, du kannst fahren? Ja, natürlich. Okay, fahr du vor. Ich fahre mit meinem Wagen hinterher. Ja, und das Bild hier hat mir meine Mutter letztens geschenkt. Das bin ich da, als ich etwa einen Tag alt war. Und hier ist das andere Bild. Das ist eins von Ihren Säuglingsfotos. Würden Sie sagen, dass diese Babys sich ähnlich sehen? Es handelt sich um dasselbe Kind. Ich glaube, dass Sie es auch auf dem da sind. Sehe ich richtig, es hat keine Widmung? Es hat keine. Tja, dann würde ich doch mal auf der Rückseite nachsehen. Wieso so zaghaft? Sehen Sie nach. Mein Gott. Mein Gott, das ist doch nicht möglich. Hey, was unmöglich. Ist los? Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Hey, warten Sie! So warten Sie doch! Hat nicht geklappt. Es springt nicht an? Ich habe alles versucht, aber fehlerhaft. Es muss doch anspringen, das gibt's doch gar nicht. Tut es aber nicht. Außerdem ist das Ruder auch noch gebrochen. Es schlug wahrscheinlich gegen den Stützpfeiler. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Tut mir leid, aber ohne das richtige Werkzeug lässt sich da wirklich nichts machen. Wieso musstest du auch den blöden Kahn an den Bohlen festmachen? Kelly, ich bin kein Seefahrer, sondern Pilot. Wunderbar. Und wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung, Kelly. Wir müssen warten. Der Nebel wird dichter. Das ist ja großartig. Einfach fantastisch. Genau wie die Nacht in Santa Rosa. Wir müssen hier weg. Verstehst du das nicht? Was soll ich deiner Meinung nach tun? Was fragst du mich? Tu irgendwas. Deinetwegen sitzen wir hier fest. Wieso bin ich wieder mal schuld an allem? Nun halt mal die Luft an. Weil ich mich überhaupt nicht wundern würde, wenn du alles inszeniert hättest. Na, du hast ja vielleicht ein Bild von mir. Geh du doch raus und versuch es zu starten. Nein. Es tut mir leid. Nein, ich bin nur enttäuscht. Das ist alles. Glaubst du vielleicht ich nicht? Aber hysterisch zu werden, hilft uns auch nicht weiter. Ich will nur nicht lange mit dir alleine hier draußen sein. Denkst du vielleicht, mir macht es Spaß, hier draußen rumzuhängen? Was soll ich nur von dieser ganzen Sache halten? Ich weiß einfach nicht, was du von mir willst. Danke. Steht er mir auf? Totschick. Wirklich wahr. Oh ja, danke. Oh, Entschuldigung, Ted, das wird gerade verteilt. Hier ist doch eine für dich. Dankeschön. Gern geschehen. Solange es keiner dieser Papphüte ist. Oh. Lachst du etwa über dieses totschicke Modell? Abwarten, wie du darüber denkst, wenn es auf Mitternacht zugeht. Und amüsierst du dich gut? Ja, prächtig. Und du? Einigermaßen. Ja,
Ich bin vielleicht nicht, aber ich finde, wir sollten doch etwas hoffnungsvoller in die Zukunft blicken. Ja, da hast du recht. Ich meine, Dad wird sich bestimmt erholen und die Wogen scheinen sich ja tatsächlich zu glätten. Ja, das ist wahr. Wer weiß, wenn das Schicksal es will, hast du vielleicht nächstes Jahr mehr Freude an uns. Oh, oh Ted, du veränderst dich auch nicht. Wenn ich dich nicht, hol mir was zu trinken. Ja. Ich dachte nur, jetzt, wo Sie in die Familie einheiraten, sollte ich Ihnen vielleicht erstmal eine kleine Einführung. Ich überhaupt kein Durchkommen. Kelly hat mich schon vorgewarnt. Es ist nur zu Ihrem Besten, glauben Sie mir. Und eigentlich nur, um Ihnen, was Kelly angeht, etwas die Augen zu öffnen. Unsere Kelly ist sehr selbstständig und sehr, sehr selbstbewusst, falls Ihnen das entgangen sein sollte und gar nicht so leicht zu zähmen. Mason, ich heirate Sie nicht, weil ich Sie zähmen möchte. Und sie hat einen ausgeprägten Familiensinn. Wir bedeuten ihr alle sehr viel. Naja, die meisten von uns jedenfalls. Ich bin da wohl die Ausnahme, die die Regeln bestätigt. Halt. Sir? Wo war ich stehen geblieben? Mason, es ist jetzt schon ein fünftes Glas Champagner. Janice, sag nie einem Mann, wie viel er zu trinken hat. Das ist ausgesprochen taktlos. Morgen früh wirst du es mir danken. Nein, würde ich nicht. Meine Vorbilder sind die Kamele. Sie trinken im Voraus auf schlechte Zeiten. Gute Idee, nicht wahr? Die Natur hat mich auch mit der Fähigkeit ausgestattet, enorme Mengen zu speichern. Tja, so ist das normal. Du hast mich gerade in einer Unterhaltung mit Nick unterbrochen und weg ist der verflixte Stanfisch. Ja, wie du siehst, du solltest nicht mit ihm über Kelly reden und ihm schon gar nichts von Kelly und Dylan erzählen. Leider war ich noch nicht so weit. Gut. Trotzdem sollte es wissen. Was wissen? Es gibt nicht den geringsten Beweis dafür, dass die beiden ein Verhältnis haben. Oh, en contre, wie wir Trinker sagen. Ich habe den besten Beweis überhaupt. Der ist hundertprozentig sicher. Und der wäre? Mein Instinkt. Ich vertraue ihm mehr als allem anderen. Wir sollten unsere inneren Warnsysteme nie ignorieren. Sie sind wie die Wetterhähne auf den Dächern unserer Emotionen, die uns stets sagen, woher der Wind weht. Kannst du mir folgen, Janice? Und aus welcher Richtung die Stürme zu erwarten sind. Du hast zu viel getrunken, glaube ich. Dir gefällt das Gleichnis nicht? Da hätte ich noch ein anderes. Wieso? Wieso tanzt du eigentlich nicht mit mir? Tanzen? Gute Idee. So hast du endlich Gelegenheit festzustellen, wie viel ich genau wiege. Doch, bevor wir das Tanzbein schwingen, musst du mir eines glauben. Ich bin sogar sehr für Kelly und Nick. Ich bin auf der Seite aller Kellys und Nicks dieser Welt. Wenn ich dich so reden höre, könnte ich eher das Gegenteil denken. Nein, ich wünsche Kelly eine Liebesheirat von ganzem Herzen. Jemand mit einer etwas dickeren Brieftasche wäre zwar besser, aber man kann ja nicht alles haben. Mason, genug Witze. Lass uns tanzen. Recht hast du. Aber beim Tanzen sollten wir uns vielleicht überlegen, ob wir nicht ein bisschen Schwung in den Laden bringen. Es wird ja langsam etwas trist hier. Nick, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe nicht, wieso Brick noch nicht hier ist. Ich bin sicher, er kommt noch, Amy. Wie kannst du nur so ruhig sein? Du hättest ihn begleiten sollen. Ich dachte, ihr seid Freunde. Hey, das sind wir. Du hättest ihn nicht allein lassen dürfen. Nein, so stimmt's nicht. Ich hatte angeboten, mitzugehen, doch er wollte nicht. Er sagt, er wollte auf eigene Faust los. Bist du auch ganz sicher, dass du nicht weißt, wo er ist? Du hast auch keine Adresse. Nein, du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Er besucht nur einen Fotografen und keinen Gangster. Okay, tut mir leid. Versteh doch, ich mache mir solche Sorgen um ihn. Nimm's mir bitte nicht. Er kann jeden Augenblick hier sein. Doch wenn du dir Sorgen machen willst, dann um Kelly und mich. Das hier ist meine Verlobungsparty und ich vermisse die Braut, mit der ich verlobt bin. Hallo. Hey, wo bist du gewesen? Ich hatte noch etwas zu erledigen. Wir haben dich schon vermisst. Es hat etwas länger gedauert. Wo ist Claire? Er müsste jeden Moment hier sein. Hier, schreib dir ein Buch. Okay. Eden? Ja? Weißt du vielleicht, wo Kelly ist? Ist sie nicht hier? Wir wollten uns um 6 hier treffen. Jetzt ist es 6:50. Ich rief zu Hause an, dort ist sie auch nicht. Bedauere, Nick, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich habe sie auch nicht gesehen. Wo sie auch sein mag, sie hat offensichtlich die Zeit vergessen. Ein toller Auftakt für eine Verlobungsparty. Das fängt ja gut an. Sie kommt sicher jeden Moment. Mach dir doch keine Sorgen. Ich muss mit dir reden, Nick. Entschuldige mich. Hör zu. Bevor du mit deinen Vorwürfen anfängst, will ich dir sagen, dass ich es getan habe, weil ich nicht einem Erpresser ausgeliefert sein wollte. Eden, das verstehe ich ja, aber du musst dich einfach an die Tatsache gewöhnen, dass es jemanden gibt, der weiß, was du getan hast. Und dieser jemand könnte dir verdammt gefährlich werden. Ich habe darüber nachgedacht, wer es vielleicht gewesen sein könnte. Jemand, der im Hause war in jeder Nacht. Wenn du alles so gut kannst wie tanzen, dann... Mason? Das würde mich nicht überraschen. Ich fing an, mich besser zu fühlen. Ich war irgendwie erleichtert. Ich dachte, dass ich es vielleicht doch nicht getan habe. Du hast doch mich und die Pflicht eines Ehemannes ist es, sich um Erpresser zu kümmern und dafür zu sorgen, dass seine Frau wieder glücklich wird. Alles klar? So, und nun lächle mal wieder. Eden, jeden Morgen geht doch die Sonne auf, nicht wahr? Und mit jedem neuen Tag werde ich versuchen, dich glücklicher zu machen. Das verspreche ich dir.
Das ist lieb von dir. Eden? Ja? Macht's dir was aus, wenn ich dich an Kellys Stelle zum Tanz auffordere? Oh. Worauf wartest du? Du tanzt doch gern. Ich muss sowieso noch was erledigen. Und was? Ich würde gerne ein Telefon finden, von dem aus ich in Ruhe meinen Auftragsdienst anrufen kann. Ich bin bald wieder da. Danke. Lass mich mal durch. Was ist denn? Oh, da ist er ja. Der verlorene Sohn. Amy sucht sie schon. Oh ja. Wo ist sie? Sie war doch eben Wo ist sie denn? Ah, da ist da bist du ja. Hallo. Du bist so lange gewesen. Hallo, Amy. Was hast du herausgekriegt? Naja, das ist etwas kompliziert. Nun erzähl schon, ich will's wissen. Ja, weißt du, ich bin mir in einigen Punkten noch nicht sicher. Das ist alles. Nun hör doch schon auf. Was soll das getun? Hör zu. Hab Geduld. Ich muss wirklich erst ganz sicher sein. Im Ernst, dann erzähl ich's dir. Du weißt nicht, vielleicht zufällig, die Geburtsdaten der Capwells. Nein, wieso? Entschuldigst du mich für eine Sekunde? Du gehst doch nicht schon wieder. Nein, ich bin gleich zurück. Amy, du süßes Ding. Was ist denn? Siehst du die Blondine da drüben? Da hinten, da. Ja, was ist mit dir? Nun, der Boss sagte, wir bräuchten eine neue Serviererin. Du Verrückter. Hallo. Hallo. Rick, da bist du ja endlich. Ja. Amy hat sich schon Sorgen gemacht. Ja, tut mir leid, ich hätte euch anrufen sollen. Na und, erzähl mal, was hast du herausgefunden? Wir besprechen das später, Nick, ja? Okay. Dürfte ich Sie eine Sekunde sprechen? Ja, sicher. Entschuldige. Aber ja. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Ihre Unterhaltung nicht stören. Sagen Sie, wissen Sie eigentlich, wann Channing geboren wurde? Channing? Er ist am 11. Dezember geboren. Wieso wollen Sie das wissen? Oder war das eine astrologische Frage? Er war Schütze. Rick! Stimmt irgendwas nicht? Rick! Augenblick mal. Denkst du, es war vielleicht meine Absicht, dass wir hier festsitzen? Könnte doch sein. Kelly, du bist ja verrückt. Bilde dir nur nichts ein. Ich will auch weg von hier. Ich bilde mir was ein? Ist es Einbildung, dass das Boot nicht anspringt? Wenn du denkst, es ist alles nur Show, dann frage ich mich, wieso du nicht rausgehst und versuchst, den Motor zu starten. Was würde uns das bringen? Davon verstehe ich nichts. Das weißt du ganz genau. Das ist immer das erste Mal. Du hältst doch ständig nur schlaue Reden. Nun hör mir endlich mal zu. Fass mich nicht an. In Ordnung. Aber hör mir trotzdem zu. Ich schwöre dir, ich will gar nichts von dir. Ich will nicht mal mit dir allein sein. Ich wünsche mir sogar, ich wäre dir nie begegnet. Na fein, mir geht's genauso. Aber wir sind nun mal hier. Ganz genau. Aber wenigstens weißt du jetzt, wie ich zu dir stehe. Fein, dann setz dich doch da drüben hin. Ja, in Ordnung. Soll mir recht sein. Na jedenfalls, solange wir vermisst werden und uns jemand mit dem Boot abholt. Okay. Das wird ja wohl nicht ewig dauern. Da wäre noch was ich dir sagen wollte. Ich hoffe, dass du Nick heiratest. Das werde ich auch. Das ist gut. Ich hoffe, dass ihr beide heiratet, glücklich werdet und einen Haufen Kinder zeugt. Genau das haben wir auch ohne deine Erlaubnis. Ich war noch nicht fertig. Lass mich ausreden. Ja, ich habe früher mehr für dich empfunden, aber das ist vorbei. Weißt du, ich bereue es sogar, dass ich jemals für dich Gefühle hatte. Was? Ganz sicher nicht mehr als ich. Gut, sehr gut. Weil du wissen solltest, dass, seit ich dich kennengelernt habe, ich weder eine Nacht schlafen konnte, noch einen Bissen runterbekommen habe. Es waren die schlimmsten 3 Monate meines Lebens. Also bilde dir ja nicht ein. Ich wollte irgendwann mit dir allein sein. Hörst du, Kelly? Wirklich? War es so schlimm für dich, Dylan? Schlimm ist gar kein Ausdruck. Aber ich will jetzt darüber gehen und auf Hilfe warten. Nein, schon gut, Bass. Danke, dass ich das Telefon benutzen durfte. Du hast versucht, mich auf den Friedhof zu stellen.
das hier, das ist kein Spiel. Rannte er raus und als ich hinterher lief, war er wie vom Erdboden verschwunden. Ich weiß nicht, wo er ist. Amy, ich wünschte, ich könnte dir helfen. Hat er dir denn wirklich nichts gesagt? Nein, nichts. Tut mir leid. Er hat mich nach den Geburtstagen der Capwells gefragt. Ich glaube, er dreht langsam durch. Nein, nicht Brick. Naja, er sagte jedenfalls, er würde es mir noch erzählen. Immer noch nichts von Kelly gehört? Nein. Sieht aus, als verpasst die Braut ihre eigene Party. Tja, also diese Verlobungsparty stimmt einen irgendwie nachdenklich. Wissen Sie, was ich meine? Nein, wieso? Naja, wegen dieser zwei Menschen, die füreinander bestimmt sind. Vielleicht haben Sie beide einen anderen. Gibt's jemanden, den Sie lieben? Ich? Nein. In festen Händen? Bedauere. Auch nicht. Haben Sie viele Bekannte? Natürlich, sehr viele sogar. Wäre da noch Platz für mich? Ich hätte einen für Sie. Ich weiß nicht, ich werde es mir überlegen. Paul! Mein alter Freund, Sie haben nicht zufällig Kelly oder Dylan gesehen? Nein, nein, ich glaube nicht, Mason. Tja, Eden sagte, sie hätte Kelly vorhin mit Ihnen gesehen. Hat sie nicht gesagt, wo sie hinwollte? Nein, tut mir leid. Und was ist mit Dylan? Die zwei sind doch gelegentlich zusammen. Mason? Ja. Möchtest du dich nicht vielleicht etwas hinsetzen? Wie? Was? Sicher, wenn du keine Lust mehr hast zu tanzen, aber zuerst wüsste ich gern. Wieso mich eigentlich immer mehr Leute mitten im Gespräch stehen lassen, das verstehe ich nicht. Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen, aber es ist so und jetzt komm und sei endlich still. Willst du nicht, dass ich gesellig bin? Doch schon, nur deine Idee von Geselligkeit stiftet nichts als Unfrieden und das werde ich nicht zulassen. Es braucht eine starke Frau, um mich auf den Pfad der Tugend zu bringen, aber versuch nur den Weg. Nun los jetzt, komm schon. Wo bist du gewesen? Ich sagte dir doch, ich wollte nur in Ruhe telefonieren. Und beim Auftragsdienst lag eine Nachricht aus unserem Büro in San Francisco vor. Eden, stell dir vor, Barton hat ein kleines Problem, und zwar den neuen Firmenreport. Ich werde heute noch aufliegen und mich darum kümmern. Dann lässt nicht Zeit bis morgen. Er muss morgen eingereicht werden. Ich muss heute Abend noch fliegen. Dann lass mich dich zum Flughafen bringen. Aber natürlich. Ich würde mich freuen, noch ein paar Minuten mit meiner Frau zu verbringen, bevor ich in den Jet steige. Gut, ich hole nur meine Tasche. Warte mal. Brauchst du sie denn? Meine Wagenschlüssel sind drin. Nein, wir nehmen nicht deinen. Wieso nicht? Meiner parkt direkt vor der Tür. Wir nehmen meinen. Du kannst ihn wieder herfahren. Gut? Gut, ist mir egal, wie du willst. Schön. Pearl! Hey. Alter Freund, diesmal entwischen Sie mir nicht. Tja, ich habe leider keine Zeit, Mason. Ich bin eben ein vielbeschäftigter Mann. Sie sind als Gast hier und nicht als Ober. Entspannen und amüsieren Sie sich, ich bitte Sie. Unterhalten wir uns über Kelly und Dylan und andere Schiffe, die heute Nacht auf Grund laufen. Wenn ich mich richtig erinnere, sagte ich Ihnen doch schon, dass ich nichts weiß. Nun, ich weiß, Sie sprachen davon, aber ich bin skeptisch. Ich bin der geborene Skeptiker. Nun lassen Sie sich doch nicht bitten. Hör. Wenn Sie eine Ahnung haben, wo Kelly und mein Bruder sind, bitte sagen Sie es. Ich mache mir schon Sorgen um Sie. Okay. Also wissen Sie doch was. Alles, was ich weiß, ist, dass Dylan hier war. Das war vor ein paar Stunden. Dann ging er und holte sie ab. Holte sie ab? Von der Bohrinsel. Von der Bohrinsel? Ja. Also, dass sie nochmal da rausgefahren ist, wusste ich. Gegensätze scheinen sich ja doch immer wieder anzuziehen. Und ist die Kluft noch so weit? Das Elektron bahnt sich seinen Weg mit der Zeit. Mason, hör auf damit. Wieso? Was wollen Sie damit sagen, Mason? Oh, das war nur eine kleine Reminiszenz an längst vergangene Physikstunden. Ehrlich gesagt, verstehe ich auch nicht, wo Sie so lange sind. Ich weiß es auch nicht. Du kannst doch gar nichts für mich empfinden. Wieso nicht? Weil er es nicht zulässt? Nein, Dylan, weil ich nichts für dich empfinde. Das ist doch Unsinn, Kelly. Wir haben immer etwas füreinander empfunden. Ich kann dir nur eins sagen, ich liebe Nick. So ist es. Ich liebe ihn. Und du hast kein Recht, in unser Leben einzudringen und dein Chaos anzurichten. Und mich so zu verwirren, dass ich anfange, an mir und meinen Gefühlen zu zweifeln. Ich werde aus Santa Barbara verschwinden, sobald ich meine Schulden bei Nick bezahlt habe.
Und solange ich noch hier bin, werde ich eurem Glück nicht im Wege stehen. Das verspreche ich dir. Vielleicht wirst du dich an mich irgendwann einmal erinnern. Dass ich derjenige war, der dich für die wunderbarste und außergewöhnlichste Frau hielt. Und? So komisch es klingt, ich muss dir sagen, ich empfinde immer noch so für dich. Das ist alles. Verdammt, der Nebel wird immer dichter. Wieso musste sie ausgerechnet heute Nacht dort rausfahren? Sie fuhr heute Nachmittag raus. Mein Bruder und seine Casino-Idee sind daran schuld. Sie zeichnet die Entwürfe und er versucht, die Sache so schnell wie möglich durchzuziehen. So ist das. Nein, Dylan ist bei ihr. Ach, das ist gut. Dann wird er sich sicher um sie kümmern. Ja. Ich würde sterben vor Angst, wenn sie allein dort draußen wäre. Wenn Sie meinen, ich weiß nicht so recht. Was wollen Sie damit sagen? Ich verstehe einfach nicht, wieso er sie nicht zurückgebracht hat, als der Nebel dichter wurde. Das ist alles. Scheußliches Wetter, nicht wahr? Ich kann verstehen, dass einem das Sorgen macht. Es tut mir wirklich leid für dich. Ich will eigentlich nur nicht, dass Sie bei diesem Wetter dort draußen sind oder gar versuchen, zurückzufahren. Ich weiß, was Sie meinen. Zwei Menschen da draußen allein im Nebel, in einem Boot. Und dann auch nachts. Wer weiß, was da alles passieren kann. Können wir nicht vielleicht irgendwie helfen? Ja. Und es wird höchste Zeit. Ich besorge ein Boot und lasse mich von Pearl rausfahren. Er kennt den Weg. Ich will endlich Gewissheit, dass es Ihnen gut geht. Wieso nehmen Sie nicht die Yacht? Meinen Sie das ernst? Ja. Ich wüsste genauso gerne wie Sie, ob Ihnen was passiert ist. Das ist sehr nett von Ihnen, Mason. Vielen Dank. Aber das ist doch nicht der Rede wert. Ich möchte nur nicht, dass Kelly etwas zustößt. Dann werde ich mal Ted Bescheid sagen. Ted? Ja? Komm mal für einen Moment her. Ted soll mit Ihnen und Pearl fahren, um die Schlüssel zu holen. So einfach ist das. Danke, Mason. Das ist wirklich sehr nett. Oh, ich bin genauso besorgt wie Sie. Ich sehe mal nach, ob ich Pearl hier irgendwie weglotsen kann. Theodore? Ja? Es geht um Folgendes. Bring Nick und Pearl runter zur Yacht und sag Mr. Manders, er soll den beiden den Schlüssel aushändigen. Sie wollen zur Bohrinsel fahren und Kelly suchen. Jetzt? Bei diesem Wetter? Bist du verrückt, Mason? Ich bleibe hier. Aber Kelly und Dylan sind da draußen und wir fürchten, dass sie Schwierigkeiten mit ihrem Boot haben. Oh, ach, das ist natürlich was anderes. Bis später. Das war ein sehr nettes Angebot. In der Tat, das war es wirklich. Das war sehr, sehr nett. So nett nun auch wieder nicht. Hallo, Amy. Hallo. Und, alles in Ordnung? Nein, ganz im Gegenteil. Wieso? Was ist denn? Ach, wissen Sie, Rick hat irgendwas herausgefunden. Was herausgefunden? Das wüsste ich auch gerne. Oh, bitte entschuldigen Sie, Sophia. Ich werde nach Hause gehen und sehen, ob er dort ist. Aber ja, Amy, wenn es irgendetwas gibt, was ich für Sie tun kann... Danke. Brick! Hallo, kommen Sie herein. Oh, ich freue mich ja so, Sie zu sehen. Was haben Sie? Ist was passiert? Was ist denn? Wieso sehen Sie mich so an? Ich sagte ja, ich finde es raus. Kennen Sie die? Erkennen Sie die wieder, ja? Wo haben Sie die her, Brick? Es spielt keine Rolle, wo ich sie her habe. Wichtig ist nur, dass ich die Wahrheit kenne. Ich weiß jetzt, wer ich bin. Du siehst das völlig falsch. Was du über mich denkst... Und über uns. Du irrst dich einfach, Dylan. Ach, wirklich? Tja, dann habe ich mir die Nacht wohl in Santa Rosa nur eingebildet. Wir wollten doch nie mehr darüber reden. Dann breche ich eben mein Versprechen. Kelly, ich kann das nicht vergessen. Und ich glaube, du kannst es auch nicht. Doch, ich kann es. Ich kann es sogar so vergessen, dass ich dich heute hassen kann. Wieso? Weil du ein Lügner bist und ein Gauner und... Ja, ein Lügner, das bist du. Das sagtest du. Und wenn ich es noch öfter sage, es stimmt und wird nicht weniger wahr. Dir darf man nicht vertrauen. Ist das der Grund? Dylan, es hätte sowieso nichts aus uns werden können. Du bringst nur Dinge in mir zum Vorschein, von denen ich bisher nicht zu träumen wagte. Wieso? Ich weiß nicht, was du hast. Ja, das kann ich mir denken. Du hast mich nur belogen.
Weißt du, es wäre besser für uns alle, wenn du uns endlich in Ruhe lassen würdest. Ich sagte dir doch, dass ich weggehe. Und wieso nicht gleich? Erst bezahle ich Nick meine Schulden. Du kannst ihm immer noch zurückzahlen. Arbeite irgendwo anders. Wo ist denn dein Problem? Du kannst ihm das Geld schicken. Ellie, hast du Angst? Du hast Angst, dich ihm nicht zu verlieben. Nein, habe ich nicht. Nein, wirklich nicht. Ist schon okay. Ich verstehe es schon. Du verstehst gar nichts. Doch, das tue ich. Kelly, glaub mir, Angst zu haben ist nichts Schlechtes. Aber manchmal kommt es nur darauf an, wie wir mit ihr umgehen. Naja, vielleicht sollten wir uns mal nach unseren Gefühlen richten. Ich will sie nicht sehen. Ja, das kann ich mir denken. Aber Sie werden sie sich ansehen. Sehen Sie genau hin. Machen Sie schon. So, und jetzt versuchen Sie mir zu erzählen, dass das alles nicht wahr ist. Sie können doch sonst so gut lügen. Nur zu. Sie haben also keine Hebamme bestochen, die mich nach der Geburt mit dem Baby vertauschte, das dann Channing Capwell hieß. Na los, reden Sie schon. Sie spielten Schicksal. Spielten mit dem Leben zweier Neugeborener. Sie spielten mit dem Glück ihrer Eltern und spielten mit dem Leben und dem Schicksal meiner Eltern. Und aller Capwells. Wie konnten Sie das nur tun? Woher nahmen Sie sich das Recht? Brad, es tut mir so leid. Es tut Ihnen also leid. Es geht hier um das Leben von Menschen. Haben Sie denn gar kein Gewissen? Wie konnten Sie das nur tun? Ich wusste, es war falsch. Und wieso haben Sie es dann getan? Wieso? Ich versuchte doch, es wieder gut zu machen. Sie wollten es wieder gut machen? Wie mit dem Mantel, den Sie mir als Kind schenken? Oder mit dem Job als Chauffeur? Oder mit ein paar Geldgeschäften, die ich für Sie machen durfte? Wollten Sie die Lockridges, also meine Familie, gegen mich aufbringen? Ich kann es Ihnen nicht sagen, Brick. Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Doch, Sie können es. Brick, ich liebe dich. Ich hasse sie. Oh Gott. Minx. Kommen Sie raus da! Kommen Sie raus! Sie sind mir eine Antwort schuldig. Wieso haben Sie das getan? Minx, kommen Sie raus! Minx! Nicht gewollt. Ich wünschte, ich hätte es nie rausgefunden. Dich sollte man für mich halten. Und umgekehrt mich für dich. Wieso hat sie uns das angetan? Wieso? Wenn sie den Dingen ihren Lauf gelassen hätte, dann wärst du am Leben und ich läge da drin. Willst du wirklich heute Nacht fliegen? Tja, ich kann es mir nicht aussuchen. Ich glaube, es sieht nicht mehr ganz so schlimm aus, wenn wir erstmal aus den Wolken raus sind. Eine Szene aus Casablanca. Ja. Nur, dass der Falsche von uns beiden weggeht. Ganz egal, wer geht, es wäre in jedem Fall der Falsche. Besonders heute Nacht. Ich hatte gehofft, diese Nacht mit dir zu verbringen. Schön, dass du das sagst. Ich meine es auch so. Du wirst mir fehlen. Du wirst mir auch sehr fehlen, Eden. Ich wünschte, du würdest mir das mal sagen, wenn ich nicht gerade wegfliegen muss. Ich weiß, wie schwer es für dich war. Wie schwer es mit mir war. Es wird alles ganz anders. Nun, das scheint ja eine Nacht der guten Vorsätze zu sein. Was? Vielleicht können wir wenigstens ein paar davon wahrmachen. Vorsätze zu haben ist einfach. Sie wahrzumachen ist das Problem. Wenn ich zurück bin, nehme ich dich beim Wort.
In Ordnung. Ich bin so froh, dass du dich besser fühlst. Nach dem Vorfall auf dem Friedhof. Ich glaube, das war, weil ich irgendwie Angst hatte, dich zu verletzen. Mach dir doch deswegen keine Vorwürfe. Nur lauf nicht wieder mit geladenem Schießeisen rum, ja? Nein. Ich glaube, ich habe was draus gelernt. Wieso gehst du nicht wieder zurück auf die Party? Meinst du wirklich, ich sollte... Wir haben doch noch ein paar Minuten, wir könnten noch etwas hier sitzen. Nein, mein Liebling, ich werde schon an Bord gehen. In der Zwischenzeit trinke ich noch einen Kaffee. Also gut. Okay, Kirk, dann guten Flug. Danke, ich werde ja bald wieder hier sein, also hör zu. Kannst du nicht meinen Wagen bei Bass stehen lassen und deinen nehmen? Ich hole ihn mir dann später ab, okay? Natürlich. Wenn es dir so lieber ist. Ja, das wäre gut. Und noch was, Eden. Solltest du wieder Post von dem Erpresser bekommen oder irgendetwas von ihm hören, dann, Schatz, sei so gut. Verfolge ihn nicht auf eigene Faust. Ja, Eden, versprichst du mir das? Ja, ich verspreche es dir. Gut, dass du den Abend mit deiner Familie verbringst. Dort bist du sicher. Ich bin so schnell ich kann wieder bei dir. Ruf mich an, wenn du ankommst und sag mir, dass alles okay ist. Aber ja, ich mache doch alles für dich. Also, ich liebe dich, Schatz. Ich bin schneller da, als du denkst. Also, wie ich dir gesagt habe, okay? In Ordnung. Hey, da bist du ja wieder. Gut. Hey, war das Laken? Nein, leider nicht. Schön wär's. Tut mir leid. Ach, das ist nicht so schlimm. Weißt du, für einen Moment dachte ich... Ja, ich weiß. Sieht dir ziemlich ähnlich. Ja. Rick, ich werde nie vergessen, was du alles für Laken und mich getan hast. Was? Wie? Du weißt doch noch, als du Chauffeur bei den Lockridges warst und sie aus dem Haus geschmuggelt hast, damit wir uns treffen konnten. Ja, ich erinnere mich. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Na, ja. Du weißt ja, unsere Familien wollten es einfach nicht zulassen, dass wir zusammenkommen. Ja, ich weiß es noch genau. Ehrlich, ich weiß einfach nicht, warum sie so sind. Ich meine, die Capwells und Lockridges sind wie Feuer und Wasser. Und das wird sich wohl auch nicht ändern. Jedes Mal, wenn sie sich auch nur ein bisschen näher kommen, gibt es Probleme. Ja. Hallo. Hallo, Brick. Hey, wo ist deine Freundin? Oh, sie pudert sich gerade die Nase oder gut. So. Gut. Wieso? Wieso, ich frage? Ja. Weil ich dich ein paar Minuten für mich haben wollte, und zwar ganz allein. Willst du wissen, wieso? Ja, natürlich. Weil ich mit dir tanzen will. Wir haben schon so lange nicht mehr miteinander getanzt. Okay, dann mal los. Oh, nein, 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 wartete. Was? Ich müsste mit Ihnen über etwas sprechen. Mit mir? Allein. Geht das? Ja, ja, sicher. Dann tanzen wir eben später, ja? Ist gut, ja. Ja, Bruce, was ist denn? Channing Capwells Mutter. Ja, natürlich. Sie waren seine Mutter. Wie meinen Sie das? Sie hatten viel Ärger mit ihm, oder? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Er hatte wundervolle Eigenschaften. Nein, ich meine, er hat doch vielen Leuten in seinem kurzen Leben sehr viel Kummer bereitet, nicht? Ich weiß nicht, worauf wollen Sie hinaus? Er hat doch Ihren Namen getragen, den Namen der Capwells. Das Capwell-Geld und die Macht natürlich. Er konnte es nicht verkraften. Er muss schrecklich unglücklich gewesen sein. Dann ist es aber genug, es reicht. Nein, nein, einen Moment. Warten Sie. Sie waren seine Mutter. Ich meine, er war bei Ihnen. Sie haben mich nicht aufgezogen, Sie haben mir ihn aufgezogen. Er war sehr unglücklich. Was ist in Sie gefahren? Sind Sie betrunken? Nein, ich bin nicht betrunken. Ganz im Gegenteil. In meinem ganzen Leben war ich noch nie so nüchtern. Sie wissen es nicht, oder? Ich meine, Sie wissen es wirklich. Was soll ich wissen? Wovon reden Sie überhaupt? Ich möchte Sie jetzt bitten, mich endlich loszulassen. Ich will mit Ted genau, tanzen. Genau, Ted. Er ist doch Ihr Sohn. Er ist okay. Er hat sich gut entwickelt. Er ist ein netter Junge. Was haben Sie nur? Vor Ihnen steht Ihr... Ich sage Ihnen zum letzten Mal, lassen Sie mich bitte los oder ich rufe sofort nein, nein, nein. Meinen Sohn. Nein, nein, sehen Sie mich an. Schauen Sie in meine Augen. Sehen Sie es nicht? Ted, kommst du mal her, bitte? Ja, was gibt's? Sehen Sie es denn nicht? Ich glaube, es ist langsam Zeit für unseren Tanz. Okay, gut. Ja. Gehen wir. Ja. Alles in Ordnung? Ja, sicher, alles bestens. Hör mal, du klingst irgendwie komisch. Was war denn?
Ich liebe Nick. Ich liebe ihn auch. Aber ich hasse ihn auch, verstehst du, weil er zwischen uns steht und weil du ihn liebst. Und ich hasse dich, weil du mit deinen Gefühlen bei ihm bist. Und ich hasse mich, weil ich dich wie wahnsinnig begehre. Sag das nicht. Alles, was ich von dir hören möchte, ist, dass du etwas für mich empfindest. Das ist das Einzige, was ich hören will. Manchmal, wenn ich in deiner Nähe bin, möchte ich dich in die Arme nehmen. Dich berühren. Nicht, nein. Hörst du? Ja, ich höre es. Das ist bestimmt Paar. Oder Nick. Gott, ich fühle mich schrecklich. Rede dir nichts ein, du siehst wundervoll. Nein, ich will nicht, dass Nick mich. Unsinn, du hast wirklich keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Ach, findest du, ja? Ja, das finde ich. Ganz einfach, weil heute die Dinge nicht anders sind, als sie gestern waren. Kelly, wir waren zum ersten Mal ehrlich zueinander. Wir haben doch nur mit offenen Karten gespielt. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Es hat sich nichts geändert. Versucht, mich auf dem Friedhof zu stellen. Nimm dich in Acht, das ist kein Spiel. Hast du in letzter Zeit in den Schrank deines Vaters gesehen? Wie in den Schrank gesehen? Öffnen Sie! Ich werde Ihnen alles sagen, was Sie wissen wollen. Gott sei Dank, ihr seid okay. Oh, bin ich froh, dich zu sehen. Ich habe mir Sorgen gemacht um dich und um dich auch, Dylan. Nun? Will mir denn keiner erklären, was passiert ist? Wir hatten Pech. Das ist passiert. Erst ist das Ruder gebrochen und dann ließ sich die Maschine nicht starten. Alles, was wir tun konnten, war darauf zu warten, dass uns jemand zu Hilfe kommt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Wir konnten euch doch gar nicht erreichen. Sie schrie mit mir herum, dass ich an allem schuld wäre. Es tut mir leid, Nick. Es sollte eigentlich eine Überraschung werden. Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid es mir tut. Das einzig Wichtige ist, dass es Kelly gut geht. Es geht dir doch gut. Ja, mir geht's gut. Gott sei Dank, dass du hier bist.
Kommt. Gehen wir. Pearl ist unten und wartet. Er fährt uns zurück und bringt uns an Land, wo es trocken und warm ist. Mrs. Cranston. Ist mit meinem Vater alles in Ordnung? Ja, aber sicher. Kam jemand innerhalb der letzten halben Stunde her? Nein. Irgendwelche Anrufe, irgendwelche Besuche? Nein, ich habe den ganzen Abend keine Menschenseele gesehen. Ich will zu meinem Vater. Sie können hier unten essen, wenn Sie möchten. Ich wäre gern ein paar Minuten mit ihm allein. Oh, danke, gern, Miss Cranston. Ich bin wieder zu Hause. Geht es dir gut?